Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wenn du dieses Video anschaust, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du ja über eine Tätigkeit im Vertrieb, Network Marketing, Strukturvertrieb, wie auch immer du das Ganze nennen willst, nachdenkst. Und ich möchte in diesem Video ein paar Informationen, ein paar Tipps, ein paar Anregungen, ja, vielleicht auch ein bisschen Inspiration mit an die Hand geben, die dir bei deinem Start oder bei deiner Entscheidung helfen sollen, damit du da für dich auch die richtige Entscheidung triffst. Denn ich weiß, wie das bei mir damals war, als ich im Jahr 2004, 2005 meinen Job dann gekündigt habe, um ja im Vertrieb damals in der Finanzdienstleistung dann zu starten. Und ja, und ich weiß, ja, dass ja so gewisse Ungewissheiten da in einem schlummern, und deswegen habe ich das Video jetzt heute hier für dich erstellt und hoffe natürlich, dass dir das Ganze weiterhilft. Gut, lass uns gleich loslegen. Ich habe immer so für mich geschaut, als ich damals gestartet bin, weil, wie gesagt, ich komme, ja, also ich bin gelernter Industriemechaniker und ja, ich hatte mit Marketing und Verkauf und so weiter nichts am Hut. Und als ich dann gestartet bin, habe ich sehr stark darauf geschaut, Mensch, was machen die Leute, die quasi Erfolg haben, wie auch immer du jetzt Erfolg für dich definieren möchtest. Ich würde es vielleicht einfach mal so sagen, was die Menschen machen, die Ergebnisse produzieren, und was ist bei den Menschen, die keine Ergebnisse produzieren. Und eins habe ich sehr schnell gemerkt im Vertrieb oder im Network Marketing. Ich werde jetzt der Einfachheit halber Network Marketing sagen, dass du hast eine gewisse Fluktuation. Ja, die ist einfach da, ja, weil Menschen starten, merken, es ist nichts für sie oder wie auch immer, und hören dann wieder auf. Und ich habe mir das halt immer so ein bisschen angeschaut, was ist bei dem einen, wo es läuft, und bei dem anderen, wo es halt nicht so läuft. Und in mehr als, also ich würde fast sagen, 95% der Fälle, ja, hat es nichts mit irgendwelchen fachlichen Themen zu tun oder mit Dingen zu tun, die das Unternehmen betreffen, mit dem Markt, mit den Produkten, sondern das sind wirklich reine persönliche, ja, Skills, reine persönliche Voraussetzungen, die da einfach den Unterschied ausmachen. Und deswegen möchte ich gleich zu Beginn mal auf ein paar Punkte eingehen, die Menschen mitbringen sollen, wenn sie im Vertrieb starten, beziehungsweise im Network Marketing. Ja, du solltest eine Person sein, die Lust auf Erfolg hat. Ja, jetzt werden natürlich viele sagen, ja, na klar, wer hat denn nicht Lust auf Erfolg? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es geht nicht darum, ob dein Kopf dir sagt, dass du Lust auf Erfolg haben solltest, sondern es geht wirklich darum, dass du jemand bist, der den Wettbewerb liebt, der morgens aufsteht und sagt, jawohl, ich möchte heute gewinnen. Ja, weil du siehst es auch im Fußball. Es gibt im Fußball einfach Profis. Nehmen wir den FC Bayern München. Ja, die haben quasi, die verpflichten sich selbst zum Sieg. Ja, und dann gibt es halt eben Mannschaften, bei denen ist von vornherein klar, naja, wir spielen gegen den Abstieg, ja. Und klar, natürlich ist es dort auch eine finanzielle Kiste, deswegen ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Fußball reingehen, aber es ist schon ein Unterschied, ob jemand das Spiel spielt, weil er gewinnen will, oder ob jemand versucht, einfach nur möglichst den Schaden zu begrenzen. Ja, ist eine ganz andere Energie, eine ganz andere Power. Die meisten Menschen, die im Network Marketing erfolgreich sind, sind auch abenteuerlustige Menschen, sind Menschen, die die Abwechslung lieben, weil im Network Marketing ist kein Tag wie der andere. Ja, du hast jeden Tag mit anderen Menschen zu tun, du hast mit anderen Kunden zu tun, du hast mit anderen Teampartnern zu tun, ja. Und jeder Mensch ist anders, ja. Und wenn es mal zu Problemen kommt, dann ist es in der Regel meistens im zwischenmenschlichen Bereich. Und deswegen weißt du da nie genau, was so auf dich wartet, ne? Aber das macht das Ganze auch so spannend und so schön. Aber halt nur für die Menschen, die halt wirklich auch, ich sag mal, abenteuerlustig sind, die ein bisschen Abwechslung haben möchten, wenn jemand eine Person ist, und da ist überhaupt nichts Falsches dran, ja, der sagt, nee, ich habe gern so meinen geregelten Ablauf, morgens um 8 zur Arbeit, dann 16 Uhr nach Hause, und dazwischen mache ich im Prinzip nur Tätigkeiten, die ich sowieso schon kenne. Ja, wenn was aus der Reihe passiert, dann tut mir das nicht gut. Dann ist Vertrieb, Network Marketing vielleicht nicht das Richtige, ja, für dich. Und da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein und das für sich dann entscheiden. Ja, ich habe festgestellt, die Menschen, die gut vorankommen, das sind eigenverantwortliche Menschen, die lieben ihre Freiheit. Ja. Die mögen es, wenn sie sich ihre
Zeit frei einteilen können. Aber ich sage immer dazu, man darf es nicht mit Freizeiteinteilung verwechseln. Ja, es geht wirklich darum, du musst dich selbst organisieren können. Ja, du musst wissen, okay, ich habe halt, heute will ich 8 bis 10 Stunden Vollgas geben oder wenn du nebenberuflich startest, 2 Stunden. Und dann musst du das ja so organisieren, dass du dann auch tatsächlich in der Zeit ja Vollgas geben kannst. Ja, also Menschen wissen, beziehungsweise die Menschen, die Ergebnisse produzieren, die wissen, dass sie erstmal Leistung bringen müssen, um dann auch Ergebnis bekommen zu können. Ja? Es sind ja meistens immer Menschen, die auch die Herausforderung lieben, ja, die es lieben, Kunden zu überzeugen, einen Bedarf zu wecken, wo der Kunde vielleicht jetzt seinen Bedarf noch gar nicht sieht, weil er da noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Ja? Das kenne ich zum Beispiel aus der Finanzdienstleistung. Der Finanzdienstleistung war das immer das Thema oder ist es auch immer noch das Thema, dass du erstmal einen Bedarf wecken musst, ja, weil viele Menschen ja den Bedarf noch gar nicht sehen, vielleicht noch gar nicht über das Alter nachgedacht haben und so weiter, ja, also und diese Herausforderung, da musst du Lust drauf haben, diese dann auch zu meistern. Dann klar, Geld verdienen wollen, Lust auf Leistung haben, ja, also wer keine Lust auf Leistung hat, der ist einfach in einer selbstständigen Tätigkeit und speziell Network Marketing, das wird nicht funktionieren, ja. Du musst schon eine Person sein, die von sich aus sagt, nee, ich habe Lust, Leistung zu bringen, weil ich weiß, was am Ende des Regenbogens dann auf mich wartet, ja. Es schadet nicht, wenn du grundsätzlich ein positiver Mensch bist, ja. Warum, komme ich gleich dazu, weil du wirst nämlich mehr Niederlagen oder Misserfolge haben als Erfolge und da ist es wichtig, dass du ja positiv bleibst und vor allen Dingen Menschen haben gern mit positiven Menschen zu tun und nicht mit Kriegskramen oder so. Ne? Dann ist es natürlich auch von Vorteil, wenn du Humor hast, wenn du über Empathie verfügst. Wichtig ist mir eins an der Stelle, du musst natürlich nicht alle Punkte jetzt sofort haben. Ja? Das habe ich auch nicht gehabt und ich sage auch heute noch, wahrscheinlich mache ich in vielen der Bereichen auch viele Fehler. Ja? Dessen bin ich mir bewusst, aber grundsätzlich arbeite ich dran, da in den Bereichen immer besser zu werden. Kein Mensch ist perfekt und darum geht es auch nicht. Ja? Man soll auch Mensch sein dürfen, aber wichtig ist, du musst halt für dich einfach so ein paar grundlegende Skills einfach für dich erkennen und sagen, okay, wenn ich sie noch nicht habe, dann möchte ich sie aber auch entwickeln. Ja? Und da gehört auch das Thema dazu, bereit sein zu investieren. Ja? Auch wenn du im Network Marketing kein großes Investment hast, kein Anfangsinvestment im Vergleich zum Arzt, ja, oder zu einem anderen Unternehmen, ja, dann ist trotz alledem es notwendig, dass du in gewissen Bereichen investierst, sei es in die Weiterentwicklung deiner Fähigkeiten, dass du auf Meetings gehst, auf Seminar gehst, weil wo soll denn das Wissen sonst herkommen? Wo sollen deine Fähigkeiten herkommen? Und da muss man halt schon bereit sein zu investieren. Und ja, manchmal habe ich so das Thema, dass die Leute sagen, ja, ich habe aber da jetzt kein Geld für oder so, ne? Oder ich möchte nicht so viel Geld in Seminar investieren. Da kann ich halt einfach nur sagen, wie ich das für mich handhabe, dass ich da mit mir einfach nicht mehr diskutiere, wenn ich auf ein Seminar gehen möchte. Ja, dann, und ich hatte am Anfang auch nicht immer das Geld, um, ich sage jetzt mal, was weiß ich, 400 Kilometer zu fahren, um dann auf ein Seminar zu gehen. Ja, aber trotzdem habe ich es gemacht. Ja, weil, und das waren immer die besten Entscheidungen, weil die Investition in sich selber, ja, das ist immer noch das Beste, was du machen kannst, ja, weil diese Fähigkeiten, die nimmt mir heute dann halt auch keiner mehr, ja. So, und dann musst du halt für dich dir ganz im Klaren darüber sein, dass du mehr Misserfolge haben wirst als Erfolge. Du wirst, und das ist ein Network Marketing einfach so, mehr Menschen werden Nein zu dir sagen, beziehungsweise zu deinem Unternehmen, zu deinen Produkten sagen, als Ja sagen, ja. Auf der anderen Seite hast du aber die Quote und die Quote gibt dir die Sicherheit, dass du weißt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Neins gekriegt habe, dann muss jetzt demnächst auch wieder das Ja kommen, ja. Und das musst du für dich bereit sein zu akzeptieren, dass du halt einfach weißt, okay, Misserfolge sind hier eher sind eigentlich eher die Basis, ja, als die Ausnahme. So. Der Vorteil ist aber, dass du auch weißt, wenn du deine Quote kennst, ja, dass du halt auch dann weißt, wann halt eben das nächste Jahr kommt und dass diese Jahres eben halt deutlich lukrativer sind wie die Neins. Und oft ist es dann halt auch ein
da, und oft ist es halt auch eine Frage des Timings, ja. Du musst halt für dich, und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Thema geduldig sein, ja. Es wird heute Menschen geben, die heute Nein zu deinem Angebot sagen, die können aber in 3-4 Wochen, 4-5 Monaten, in einem Jahr, können die durchaus offen sein für dein Angebot und bereit sein, Ja zu sagen, ja. Und das darf man hier an der Stelle dann nicht vergessen. Du musst für dich halt einfach lernen, geduldig auf diesen Moment hinzuarbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel. Es kann sein, dass du heute jemanden anrufst, ihm eine Geschäftsmöglichkeit vorstellst und die Person sagt nein. Nicht, weil sie jetzt grundsätzlich kein Interesse hätte, sondern weil sie einfach mit ihrem Leben aktuell zufrieden ist. Und eine Stunde später wird die Person entlassen. Wenn du eine Stunde später angerufen hättest, hättest du vielleicht ein Ja bekommen, weil sich die Situation bei der Person grundlegend geändert hat. Und diese Geduld mitzubringen, ja, auch im Teampartneraufbau, ja, dann auch mal akzeptieren zu können, dass es halt vielleicht Menschen gibt, die aktuell nicht auf deinem auf deinem Engagement-Level sind, ja, die nicht so die Leidenschaft haben wie du, ja, die aber durchaus in 2, 3, 4, 5 Monaten eine ganz andere Situation haben können und dann in deinem Team vielleicht komplett voll durchstarten, ja. Also darüber muss man sich einfach bewusst sein und diese Geduld solltest du auch mitbringen. So, das jetzt einfach mal so vorab und dann erlebe ich halt, beziehungsweise in Gesprächen kommen dann öfter mal so auch die Aussage, Mensch, Vertrieb, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht, ja, und dann sage ich halt immer, bist in guter Gesellschaft, weil als ich damals angefangen habe, wie gesagt, als Industriemechaniker, ich wusste nicht, was Marketing ist, ja, ich wusste auch nicht, wie man Vertrieb macht, ich wusste nicht, wie man verkauft. Was ich konnte, war quasi eine Maschine einrichten, ein Programm dazu schreiben und das Ganze dann abfahren lassen, ja. Das waren meine Fähigkeiten, aber alles andere wusste ich nicht, ja. Ich habe aber dann auch sehr schnell gemerkt, das Verkaufen ist ein Vorgang, ja, und Network Marketing ist ein Vorgang, ja, und in diesem Vorgang musst du im Prinzip 5 Fähigkeiten beherrschen, ja, das ist einmal die Kontaktanbahnung, das ist das Verkaufsgespräch, das Empfehlungsgespräch, du musst wissen, wie du auf eine Geschäftspräsentation einlädst und wie du dann, ja, deinen Kunden vernünftigen Service bietest, deinen neuen Mitarbeiter, neuen Partner einarbeitest, ja, und das am besten standardisiert. So, und das ist kein Hexenwerk, das ist wie in jedem anderen Berufsbild auch, du kannst das lernen. Ja, und das Gute im Network Marketing ist, während du es lernst, kannst du sogar gutes Geld dabei verdienen. Ja, so, und deshalb solltest du, tust du gut daran, wenn du ich bin mir sicher, dein Unternehmen oder deine Ableihen, ja, also die Menschen, die dich ins System gebracht haben, dein Sponsor, wird über Leitfäden, Konzepte, Skripte verfügen, die bereits funktionieren. Und du musst für dich einfach nur dich auf diese Leitfäden konzentrieren, diese immer wieder anwenden. Das heißt, du musst als erstes herausfinden beziehungsweise den Leitfaden nutzen, wie du neue Kontakte machst mit Menschen, die du noch nicht kennst. Dann musst du im zweiten Step das Verkaufsgespräch lernen. Dann musst du das Empfehlungsgespräch lernen. Du musst wissen, wie lädst du auf eine Geschäftspräsentation ein und dann wie arbeitest du dann den neuen Partner ein. So, und das musst du einfach lernen, umsetzen. Ja, und dadurch wirst du dann Erfahrungen machen. Und das Schöne ist, wenn du viel machst, ja, also wenn du hier eine hohe Schlagzahl, wenn du hier eine hohe Schlagzahl an den Tag legst, ja, zuerst die ersten 10 Gespräche, die ersten 100, die ersten 1000, die ersten 10.000, dann wirst du dort deine Erfahrungen in diesen Gesprächen sammeln. Und diese Erfahrungen, die werden deine Fähigkeiten immer weiter verbessern, ja, weil du wirst automatisch, und der Mensch ist so, wenn er etwas häufig genug macht, dann lernt er unbewusst immer mehr dazu, ja, und du wirst dich dort immer, damit immer leichter tun, es wird immer mehr ein Automatismus werden. Das heißt, diese 5 Punkte sind am Anfang, das ist wie so ein Zug anschieben, da ist es vielleicht ein bisschen schwerer, ja, bis der Zug dann mal rollt, aber wenn der rollt, dann darfst du nur eins nicht machen, den Zug anhalten, ja, und dann musst du einfach dranbleiben, standardmäßig deine gewisse Anzahl an Kontakten machen, eine gewisse Anzahl an Verkaufsgesprächen führen, immer wieder Empfehlungen nehmen, immer eine gewisse Anzahl an Menschen auf die Geschäftspräsentation einladen und so weiter, ja, und wenn du das dann machst, dann bleibt der Zug immer im Laufen, ja, so, und das ist letzten Endes um das, was es geht. So, und ja, und wenn du jetzt auf der Suche bist, nach einer Möglichkeit vertrieblich zu starten, dann ist
das, was ich jedem empfehlen kann, sich mit Network Marketing auseinanderzusetzen. Network Marketing deshalb, das ist für mich nämlich das beste Geschäftsmodell, ist für mich die beste aller Welten. Warum möchte ich dir gerne jetzt sagen? Nur eins vorab, ich würde heute, wenn ich nochmal so 15 Jahre zurückspulen könnte, würde ich ein Stück weit anders anfangen. Damals hatte ich zwei große Beweggründe, warum ich dann letzten Endes quasi im Network Marketing gelandet bin. Es war einmal, ich wollte mehr Geld verdienen als damals, ja. Und das, was noch viel wichtiger war, ich wollte unbedingt aus meinem Beruf raus. Ja, ich habe halt für mich damals gemerkt, das ist nicht das, was ich die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre machen möchte. War sehr unbefriedigend für mich. Und da wollte ich auf jeden Fall raus. So, und damals war es so, dass mich das Thema Finanzen sowieso interessiert hat und von daher lag das einfach nahe. Ich habe dann quasi auch das gar nicht groß hinterfragt, ja, sondern ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, so mache ich es und war dann auch so. Und heute würde ich ein Stück weit anders rangehen. Das heißt, ich würde mir heute als allererstes ja Zeit nehmen und würde tatsächlich überlegen, Mensch, was ist es, was mich wirklich begeistert? Welche Themen begeistern mich? Ja? Worin möchte ich wirklich richtig gut werden? Wo habe ich Bock drauf, das richtig zu erlernen? Weil du findest im Network Marketing nahezu jedes Produkt in jeder Branche. Ja, du kannst da wirklich für dich aus dem Vollen schöpfen. Und wenn du ein Unternehmen aufbaust, ja, im Network Marketing, dann ist das ja über einen langen Prozess und du möchtest möglichst ein Leben lang davon profitieren. Und dann macht es natürlich auch Sinn, das in einem Thema zu machen, wo du definitiv Bock drauf hast. Ja, also solltest du richtig Lust drauf haben. Das ist die Empfehlung, die ich dir gerade zu Beginn geben kann. Ja. Und das solltest du auf jeden Fall machen. Also ist meine Empfehlung an der Stelle. Ansonsten ist Network Marketing für mich das beste Geschäftsmodell, weil du dich komplett frei entfalten kannst. Ja, du kannst dich komplett, du kannst frei wählen, möchtest du Karriere in der Kundengewinnung machen, das heißt ja deinen eigenen Kundenstamm aufbauen, ja, und so zum Beispiel wie bei uns, dann für jeden gewonnenen Kunden immer wieder Folgeprovision erhalten, solange der Kunde sich wohl bei dir fühlt. Du kannst aber auch sagen, das ist so für die Teamplayer unter uns, zu sagen, Mensch, ich fühl mich im Team wohl, ich möchte ein großes Team, eine große Organisation aufbauen oder ein kleines Team, ja, und und habe da richtig Lust drauf, im Team mit den Leuten was zu reißen. Oder du kannst auch sagen, nee, ich möchte beides tun. Es ist dir völlig freigestellt. Ja? Keiner wird dir dort irgendwelche Vorgaben machen können, sondern du kannst es komplett frei für dich entscheiden. Ein weiterer Vorteil, ein ganz, ganz wichtiger, ist, du bist Unternehmer im Unternehmen. Das heißt, du hast einen Vorteil gegenüber jedem klassischen Unternehmer, weil du kein großes Investment hast, gerade zu Beginn. Du musst keine großen Investitionen tätigen. Wenn wir nicht mal einen Arzt nehmen, ein Arzt hat vielleicht 100 oder eine 250.000, also eine Viertelmillion Euro vielleicht erstmal an Büroausstattung, Löhne, Gehälter, das muss er alles erstmal investieren, ja, und das heißt, er startet im Prinzip schon im Minus, ne, so, und dann baut er im Laufe der Zeit seine Praxis auf, die läuft dann auch immer besser, bis er dann irgendwann in die Gewinnzone kommt, nach einigen Jahren, oder ein klassischer Unternehmer, genau das gleiche Thema, muss erstmal investieren, ja, bis er dann in die Gewinnzone kommt. Und selbst wenn du im Network Marketing 100, 200, 300 oder lass es 500 Euro sein, investieren musst, dann ist es keine Investition, die da im Verhältnis steht. Ja, also wir sprechen hier über wirklich kleine Beträge und du kannst sofort loslegen. Ja, ein weiterer Vorteil gegenüber jedem klassischen Unternehmen ist, dass du Menschen um dich herum hast, die dir bereitwillig ihre Erfolgstipps verraten, die dir bereitwillig sagen, wie das Geschäft funktioniert. Ja? Stell dir vor, du machst heute eine Bäckerei auf und gehst dann zu der besten Bäckerei im Ort und fragst mal, ob sie dir die Rezepte leihen, ja? Oder die Erfolgsgeheimnisse verraten. Da wird der Bäcker kein Interesse dran haben. Ja? Nicht, weil der Bäcker ein schlechter Mensch ist, sondern weil er einfach nichts davon hat. Und im Network Marketing machen wir auch nichts. Natürlich, jeder Networker hat schon so ein bisschen in sich, dass er anderen Menschen auch helfen möchte, ja, aber grundsätzlich machen wir es auch nicht uneigennützig, ja, sondern jeder, der bei mir startet, dem ich mein Know-how zur Verfügung stelle, das mache ich deshalb, weil ich weiß, die Person
kann dadurch Ergebnisse produzieren. Und wenn die Person Ergebnisse produziert, dann klingelt es ja auch in meiner Kasse. Ja, also das ist von der Sache, wie es aufgebaut ist, einfach eine Win-Win-Situation. Ja, nur mit dem Vorteil für dich, dass du nicht erst 1000 Strategien ausprobieren musst, sondern ein erfolgserprobtes Konzept hast, welches du nur umzusetzen brauchst. Ja, dazu kommt, dass du im Laufe der Zeit ja auch tolle Menschen kennenlernst. Ja, dass du Menschen kennenlernst, die ja, die gemeinsam wie du ja, Ziele erreichen wollen, die sich weiterentwickeln wollen. Ja, und das ist für viele Menschen auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sie aktuell vielleicht in einem Umfeld sind, wo sie sich vielleicht weiterentwickeln wollen, aber andere nicht. Ja, und dann ist es doch schön, wenn man Menschen hat im Laufe der Zeit, wo man gemeinsam Ziele erreichen kann, wo man sich gemeinsam weiterentwickeln kann. Und last but not least möchte ich dir einen ganz, ganz wichtigen Tipp geben, der hört sich echt banal an, ist aber wirklich entscheidend. Ja, wenn du im Network Marketing startest, ja, dann ist es wichtig, dass du eine Entscheidung triffst, triff die auch ganz bewusst und sag, jetzt geht's los und dann Vollgas. Ja, egal, ob du ein großes Einkommen aufbauen willst oder ein kleines, ich würde dir grundsätzlich empfehlen, setz dir große Ziele, weil du musst eh das Gleiche tun. Ja, der das große Einkommen vom kleinen Einkommen unterscheidet sich nur hier in der Schlagzahl. Ja, dass die Menschen, die viel Geld verdienen, die machen hier halt deutlich mehr als die Menschen, die halt ein weniger großes Einkommen haben und das über einen längeren Zeitraum halt schon. Ja, also da musst du einfach für dich auch wissen, du musst halt auch einen gewissen Zeithorizont da auch dann mitbringen und lass, weißt du, alles, was so zwischendrin ist, so, ja, ich probiere mal und ja, ich lasse es langsam angehen, es funktioniert nicht. Ja, sondern du musst die Entscheidung für dich treffen und dann gibt es nur einen Weg und der heißt Vollgas. Du musst dir wirklich den Arsch aufreißen, damit dann auch Erfolg entstehen kann. Ja, so, und ich weiß, das ist unpopulär, ja, und aber das ist einfach die Wahrheit. Du musst eine gewisse Zeit lang die Dinge tun, die andere Menschen nicht bereit sind zu tun, damit du dann das Leben hast, welches andere Menschen ja nicht haben werden. Ja? Und wenn du für dich jetzt sagst, jawohl, da bin ich bereit zu, dann und du weißt jetzt noch nicht genau, Mensch, Network Marketing ja, aber du hast noch keine Idee, welches Unternehmen und so weiter, dann kann ich dir nur empfehlen, unterhalb des Videos findest du weiterführende Informationen, kannst du dir kostenfrei anfordern, kannst du dir einen Überblick verschaffen und dann würde es mich freuen, wenn wir uns ja vielleicht auch mal persönlich kennenlernen. In diesem Sinne hoffe ich, dass das Video dir weitergeholfen hat. Wenn dem so war, gib der Sache einen Daumen hoch, teile es gerne mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen die Infos interessant sind. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.